eine Weile mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte in Änon, nahe bei Salim, denn es war da viel Wasser, und sie kamen und ließen sich taufen. Johannes war ja noch nicht ins Gefängnis geworfen. Da hob sich ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Stellt euch vor, es wäre bald wirklich soweit. Das Regime der Mullahs im Iran bricht zusammen. Der Iran ist frei. Die neue Regierung erklärt als erstes die Religionsfreiheit im Land. Der christliche Glaube kann überall im Land frei praktiziert werden. Christliche Kirchen können überall im Land gebaut werden. Hier in Berlin packen unsere Gemeindeglieder ihre Sachen und kehren alle wieder in den Iran zurück. Keine iranischen Gemeindeglieder mehr hier in der Dreieinigkeitskirche. Schwestern und Brüder, nun gehe ich zum einen nicht davon aus, dass im Falle eines Regimewechsels alle unsere iranischen Gemeindeglieder wieder in den Iran zurückkehren würden. Viele haben hier längst so feste Wurzeln geschlagen, dass sie es wohl doch eher bei Besuchen im Iran belassen würden. Aber selbst wenn alle gehen würden, hätten wir immer noch die größte Gemeinde von afghanischen Christen hier in Europa. Menschlich gesprochen sieht unsere Zukunft auf jeden Fall sehr gut aus. Aber selbst wenn eines Tages, was man sich nun in der Tat nur sehr schwer vorstellen kann, auch in Afghanistan Religionsfreiheit herrschen würde und afghanische Christen gebeten würden, bei der Errichtung eines neuen, freien afghanischen Staates mitzuhelfen, und wir hier in Steglitz nur noch mit einem kleinen Haufen zumeist ergrauter deutscher Häupter im Gottesdienst sitzen würden, wäre dann unsere Arbeit hier in Steglitz gescheitert? Nein, wäre sie nicht. So macht es uns die Predigtlesung des heutigen Tages der Geburt St. Johannes des Täufers deutlich. Da schildert uns der Evangelist Johannes, wie Johannes der Täufer eines Tages in seinem Wirken Konkurrenz bekommt. Johannes hatte ja schon eine ganze Weile die Leute im Jordan getauft. Aber jetzt kommt auch noch Jesus mit seinen Jüngern dorthin in die Nähe. Und die Jünger Jesu fangen nun auch damit an, Leute im Jordan zu taufen. Ja, mehr noch, irgendwie lassen sich die Leute von Jesus und seinen Jüngern mehr anlocken als von Johannes. Die Jünger von Johannes dem Täufer sind jedenfalls stinksauer. Dieser Jesus, von dem du schon zuvor Zeugnis gegeben hast, der tauft mit seinen Jüngern nun auch hier. Und alle kommen zu ihm. Wir stehen hier ohne Leute da. Der hat sie uns alle abgejagt. Da musst du dich doch mal bei diesem Typen beschweren. Wir waren hier zuerst. Und eigentlich hast du doch auf die Taufe im Jordan das Patent. Doch Johannes fühlt sich von Jesus überhaupt nicht hintergangen. Er sieht in ihm keinen unliebsamen Konkurrenten, gegen den er sich zur Wehr setzen müsste. Im Gegenteil, er macht deutlich, wie er sich über diese Entwicklung freut, weil diese Entwicklung genau dem entspricht, wozu er, Johannes der Täufer, von Gott beauftragt war. Vorläufer des Christus ist er, nicht der Christus selber. Freund des Bräutigams ist er, der dafür zu sorgen hat, dass der Bräutigam groß herauskommt und der sich gerade nicht an die Braut heranmachen sollte. Ja, Johannes der Täufer freut sich von Herzen, denn so erklärt er es abschließend: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.
Nein, das Ziel des Wirkens Johannes des Täufers war nicht, bleibenden Erfolg in seiner Arbeit zu haben oder sich gar selber mit seiner Arbeit ein Denkmal zu setzen. Ziel seines Wirkens war allein, dass er wieder verschwinden konnte, weil er wusste, dass die Leute verstanden hatten, zu wem sie gehen sollten. Nicht zu ihm, Johannes dem Täufer, sondern zu ihm, Christus, allein. Die Kirche feiert seit alters den Tag der Geburt Johannes des Täufers, zu der Zeit, in der wir die längsten Tage des Jahres haben. Das entspricht zum einen dem biblischen Zeugnis, dass die Mutter Johannes des Täufers im 6. Monat schwanger war, als der Engel Maria mitteilte, dass auch sie schwanger werden und einen Sohn bekommen werde. Aber das Johannesfest zur Sonnenwende hat eben auch eine symbolische Bedeutung. Von jetzt an werden die Tage wieder kürzer. Es geht der dunklen Jahreszeit entgegen, in der dann wieder neu das Licht der Geburt Jesu Christi selber erstrahlen wird. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. So bezeugen es auch die Gestirne am Himmel. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Genau unter diesem Vorzeichen steht auch alle Arbeit, die in der Kirche Jesu Christi, steht auch alle Arbeit, die hier in unserer Gemeinde geschieht. Wir sind es ja gewohnt, dass wir darauf aus sind, als Gemeinde zu wachsen. Wachsende Gemeinden gelten als etwas Gutes, schrumpfende Gemeinden als etwas Schlechtes. Wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann ist das ein deutliches Krisenzeichen. Und wenn Kirchen nicht wachsen, dann gilt das auch als ein Zeichen einer Krise. Ganz falsch ist das ja auch nicht. Wir sollten das Schrumpfen der Kirchen in unserem Land nun nicht noch verklären und schönreden. Das ist natürlich ein Alarmsignal, wenn hier in Deutschland immer mehr Kirchgebäude geschlossen werden müssen und die Zahl der Kirchglieder immer weiter zurückgeht. Doch zugleich haben wir als Kirchen eben keinen Grund, uns selber unter Erfolgsdruck zu setzen. Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. So verkündet es hier Johannes der Täufer. Nein, das ist keine Aufforderung an Pastoren, dass sie an ihrem Schreibtisch darauf warten sollten, ob vielleicht irgendwann einmal Menschen zu ihnen kommen, die ihnen vom Himmel gegeben sind. Christus selber fordert uns sehr deutlich dazu auf, dass wir hingehen sollen in alle Welt und gerade nicht hinter unseren Schreibtischen herumsitzen sollen. Aber es bleibt dabei. Wenn hier in unserer Gemeinde immer wieder neue Menschen hinzukommen, dann liegt das nicht daran, dass wir so tolle Leute sind oder so tolle Arbeit machen, sondern dann liegt das einzig und allein daran, dass uns diese Menschen vom Himmel gegeben sind. Wir können keine Gemeinde zum Wachsen bringen. Das kann nur Christus selber. Aber etwas anderes ist noch viel wichtiger. Wir arbeiten hier in der Gemeinde nicht, um uns selber oder unsere eigene Gemeinde groß herauszubringen, um uns vielleicht gar ein Denkmal zu setzen. Wir haben nur einen Auftrag, wie Johannes der Täufer selber, ganz auf Christus zu zeigen, ganz von uns selber wegzuweisen. Hauptsache, die Menschen finden den Weg zu Christus. Dann haben wir Grund zur Freude. Brauchen uns dann auch keine Gedanken darüber zu machen, wie es mit uns einmal weitergehen wird. Aber was so schön und fromm klingt, fällt gerade uns Pastoren oftmals so schwer. Wir verknüpfen so leicht scheinbare Erfolge und Misserfolge in unserer Arbeit mit unserer Person, können scheinbare Konkurrenz dann auch nur schwer ertragen. Siehe, alle kommen zu dem da. Ja, das Johannesfest ist ein Fest ganz besonders für Pastoren, dass sie immer wieder neu das einüben. Er, Christus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Es geht nicht um mich, nicht um meinen Erfolg. Es geht um Christus allein. Und wenn ich mich dann so abgemüht habe und keinen Erfolg mit meinen Augen sehen konnte, bleibt es doch dabei. Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Aber das Johannesfest ist auch ein Fest für uns alle miteinander. Das Ziel unseres Lebens als Christen besteht nicht darin, dass wir bei möglichst vielen Menschen beliebt gewesen sind, dass wir am Ende unseres Lebens zeigen können, wie viel wir geleistet, wie viel wir geschafft haben.
Es besteht erst recht nicht darin, dass wir am Ende unseres Lebens feststellen können, dass wir in unserem Leben Recht gehabt haben. Sondern wir dürfen es in unserem Leben im Gegenteil ganz bewusst annehmen. Wenn wir selber in unserem Leben immer weniger werden, wenn unsere geistigen und körperlichen Kräfte immer mehr schwinden, wenn von dem, was wir einmal konnten und dargestellt haben, immer weniger übrig bleibt. Denn wichtig ist allein dies eine, dass Christus in unserem Leben immer größer wird, dass er unser Leben immer mehr prägt und bestimmt. Dann ist es am Ende egal, wie eigentlich mein Lebenslauf ausgesehen hat, wie viele Jahre ich vielleicht in einem Heim herumgehangen habe, wie viele Jahre ich auf einen festen Aufenthalt hier in Europa warten musste. Wenn Christus in meinem Leben immer mehr gewachsen ist, dann ist alles gut. So zeigt es uns Johannes der Täufer hier. Ja, vielleicht wird es irgendwann in der Zukunft diese Gemeinde nicht mehr geben, weil die, die hier, jetzt hier zum Gottesdienst kommen, einmal im Iran lutherische Kirchen gebaut haben werden, weil die, die jetzt hier die Gemeinde tragen, einmal die Möglichkeit haben werden, in Afghanistan Menschen das Evangelium nahezubringen. Dann hat sich die Arbeit, die wir hier jetzt in Steglitz leisten, doch allemal gelohnt. Dürfen wir uns freuen, wie sich Johannes der Täufer damals gefreut hat. Wie gesagt, ich halte das alles nicht für so wahrscheinlich. Und wenn das alles in den nächsten Jahren so nicht geschieht und hier in der Gemeinde doch alles immer so weiterläuft, dann habe ich eigentlich selber nur einen Wunschtraum, dass eines Tages, wenn ich noch älter bin, der Kirchenvorstand zu mir kommt und zu mir sagt, Herr Pastor, Sie können wirklich aus Berlin weggehen. Ihre Nachfolge als Pastoren machen die Arbeit, die Sie hier gemacht haben, viel besser als Sie. Und besseres Farsi sprechen die auch. Ja, Sie können weggehen. Ihre Zeit ist vorbei. Ach, wäre das schön. Denn er, Christus, muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.